Willkommen zum 12. Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle, der ultimativen Wasserstoff Booster Vergleichsserie hier auf YouTube. Eigentlich wäre ich schon fertig mit Runde 1. Wie es aber immer so ist, gibt es noch zwei neue Booster, die auch noch mit an den Start müssen. Im Aquazentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Wie ihr seht, hat sich an unserem Aufbau etwas verändert. Hauptsächlich sind es weniger Booster geworden. Die besten Geräte aus Runde 1 im Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle stehen schon hier im Hintergrund und warten darauf, dass sie sich endlich in der zweiten Runde behaupten können. Mitten in den Vorbereitungen kamen jedoch noch zwei neue Booster, die ich jetzt noch nach den Kriterien von Runde 1 testen werde. Ich befülle hier gerade den neuen AquaVolta Nano mit dem Osmose-Testwasser aus unserer, passt auf, jetzt kommt der Name, Aquazentrum Osmoveda Umkehrosmoseanlage mit Heißwasserfunktion bis 95 Grad. Der zweite Booster heute ist ein No-Name-Gerät. Hinten an meiner neuen Anzeigetafel sind die Herstellerangaben. Wenn ihr mehr über die Vorbereitung und Spielregeln unseres Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle wissen möchtet, schaut euch das oben rechts verlinkte Video an. Aha, hier ist der Einschaltknopf unter dem Gerät. Der AquaVolta Nano soll einen Wasserstoffgehalt von bis zu unglaublichen 5 ppm schaffen. Das möchte ich sehen. Also starte ich die Booster. Es stehen wieder 20 Minuten auf dem Timer. Ringfrei für den 12. Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle. Wer unser Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle schon eine Weile verfolgt hat, weiß, dass ich auf der Suche nach dem derzeit besten und effektivsten Wasserstoffbooster bin. Die Effektivität kann und werde ich nachher wieder am Gehalt an molekular gelöstem Wasserstoff ermitteln. Dies mache ich mit Hilfe unserer Schiedsrichterin, den Jedao Wasserstoff-Testtropfen. Bis dahin erklärt euch Yasin, was es mit dem Wasserstoff auf sich hat. Jetzt ist die Frage aufgekommen, was ist molekular gelöster Wasserstoff? Ah, das hört sich so gut an, gell? Chemie, Moleküle. Nicht vergessen, das sind Modelle. Wir wissen nicht, wie Moleküle ausschauen. Keiner hat ein Mikroskop oder eine Lupe, der mal kurz reinschaut und sagt so, ah, H2, da haben wir hier und den hier und die haben dann irgendwie Elektronenwolke und so weiter. Das sind Modelle. Und molekular gelöstes Wasserstoffwasser, das ist nichts anderes wie H2-Gas, also H2-Gas in H2O gelöst. Weil H2O eben Mineralien und andere Stoffe in sich lösen kann. Das wissen Sie, wenn Sie den Boden putzen, der löst auch Schmutzstoffe in sich, löst auch Wasser Gase in sich. Typischerweise, wenn es aus der Leitung rausfließt, sind da die Luftgase im Wasser. Weil ja das Wasser nur mit Luft in Kontakt war. Und molekular gelöster Wasserstoff sind eben die Gase, das Wasserstoffgas H2 im Wasser gelöst. Typischerweise bei Vollsättigung 1,7 ppm Wasserstoffgas, sprich 1 Million Wassermoleküle und 1,6 H2-Moleküle, sprich ein H2 und ein halbes H2 sozusagen. Man könnte auch sagen, zum Beispiel, molekular gelöstes CO2 im Sprudelwasser. Weil CO2, das sind Moleküle, C und O's, und somit hat man dann eben CO2 im Wasser und nicht CO2 und mehrere zusammen als Blase, sondern wirklich ein CO2 und Wasser, das da drin sozusagen das einsperrt. Und bei uns ist aber ein H2, das ist winzig, will sich gar nicht so gern im Wasser lösen. CO2 löst sich viel lieber im Wasser, blöderweise.
H2 löst sich nicht so gern im Wasser. Deswegen müssen wir mit Druck arbeiten. Deswegen müssen wir sehr sauber arbeiten. Wenn nämlich über der Wasseroberfläche, hier über dem Wasser hier, wenn wir jetzt Wasserstoff machen, so, dann treibt dieser Wasserstoff, weil er sehr klein ist, die anderen Gase aus dem Wasser heraus. Das ist essentiell. Wenn die anderen Gase, O2, CO2, sind viel größere Gase, sich da noch drin rumtümmeln würden, dann könnte man gar nicht so viel Wasserstoff drin lösen. Sprich, der Gas, die aus, das nennt sich H2-Stripping. Also wie Stripptanz von Wasserstoff sozusagen, der dann die anderen Gase rausstrippt, rauslässt sozusagen. Die lösen sich jetzt, die sammeln sich jetzt über der Wasseroberfläche hier oben. Ja, man sieht, da ist eine Wasseroberfläche. Da ist jetzt Sauerstoff, CO2 und wer weiß, welche Gase da noch drin sind, Stickstoff zum Beispiel. Deswegen ist es auch essentiell, dass dieser Deckel jetzt ab und zu, wenn der Druck hier sich erhöht, einmal einen Ton von sich gibt, so, und dann lässt er Gas raus, weil da ein Überdruckventil drin ist. Dadurch reinigen wir diese Gasatmosphäre über dem Wasser. Und da es immer wieder so Gas rauslässt, hat man früher oder später hier oben nur noch Wasserstoffgas und die störenden Gase, die rausgegangen sind, die irgendwann dann nicht mehr rausgehen, so nach 2 Minuten sind die draußen, die sind dann sozusagen mehr oder weniger komplett draußen. Dadurch sind dann auch höhere Wasserstoffwerte im Wasser lösbar. Weil wenn jetzt hier störende O2, Stickstoff, CO2 da liegen, die liegen ja im Endeffekt, weil ja Wasserstoff ja leichter ist, ist es oben drüber. Sprich, dann hätte man hier so einen dünnen Gasteppich, den wir nicht wollen. Jetzt haben wir Druck, weil wir es richtig gemacht haben, bauen wir Druck auf. Das können die wenigsten Geräte Druck aufbauen. Die meisten sind dann hier am Deckelteil undicht, lassen einfach nicht technisch nicht zu, dass da sich Druck aufbaut. Die meisten, die jetzt hier oben technisch zulassen würden, würden dann hier Druck rauslassen. Sprich, es wird dann hier voll Wasser, wenn sie es länger laufen lassen, weil sich der Druck erhöht. Aber hier bei diesem Modell jetzt zum Beispiel wird gereinigt. Da war, glaube ich, jetzt ein Ton, so ein Ventilton. Und dadurch hat man überhaupt die höheren Werte, weil sonst dieser Teppich an Sauerstoff und anderen Gasen, der eben zwischen Wasserstoff und Wasser ist und das Ganze unterdrückt, so würden diese Gase wieder zurück ins Wasser reingehen wollen. Die Gase sind aber richtig fett, O2, CO2, Stickstoff und Co. Das heißt, da würden wir dann wiederum nicht so hohe Werte erreichen, typischerweise 1,2 ppm. Weil ja andere Gase drin sind. Nur wenn wir ganz sauber arbeiten und bei Normaldruck, dann würden wir 1,6 ppm erreichen. Da wir aber jetzt Überdruck schaffen und auch sauber arbeiten, schafft dieses Modell zum Beispiel bis zu 2,8 ppm. Okay, Yasin, dankeschön. Die 20 Minuten Produktionszeit sind um. Ich schalte die Wasserstoffbooster wieder aus. Ich hoffe, die Zeit war euch nicht zu lang und ihr könnt jetzt mehr nachvollziehen, was so ein Booster macht. Ich komme direkt zum Wasserstofftest mit unserer Schiedsrichterin, den Jidao Wasserstoff-Testtropfen. Die mitgelieferten Testgläschen haben eine gelbe 6 Milliliter Markierung. Das ist der Füllstand für die Testung. Wie ihr seht, teste ich zuerst den No-Name Booster. Ich starte wieder meinen Zählroboter, da jeder entfärbte Tropfen der Testflüssigkeit gezählt wird, welcher jeweils 0,1 ppm gelöstem Wasserstoffgas entspricht. Robby, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Robby, stopp. 8 Tropfen haben sich entfärbt. Weiter geht's mit dem AquaVolta Nano. Bis zu 5 ppm Wasserstoff kann er produzieren, heißt es in der Beschreibung. Das wären 50 Tropfen. Mal sehen. Robby, start. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Boah, hört das nochmal auf? 44, 45, 46, 47. Puh, geschafft. Es entfärbt sich nichts mehr. Robby, stopp. Danke dir. Aber unglaublich, 46 Tropfen Wasserstoff-Testflüssigkeit entfärbt. Das entspricht ja einem Wasserstoffgehalt von 4,6 ppm. Abgefahren. Wir haben einen neuen Spitzenreiter, den AquaVolta Nano. Da hat ja mal richtig jemand nachgedacht. Aber jetzt mal nicht zu früh gefreut. Es kommt ja noch der alles entscheidende Riechkolbentest. Ich gebe wieder eine Prise Himalaya-Salz in die Booster, um zu testen, ob die Geräte eine wichtige PEM-Zelle eingebaut haben. Möchtet ihr mehr über die Wichtigkeit einer PEM-Zelle und die Funktion von Wasserstoffboostern erfahren, schaut euch bitte das Video von Karl-Heinz Asenbaum hier oben rechts an. So, jetzt mal schnuppern. Yep. Yep. Passt alles. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Ich fasse noch kurz die Ergebnisse für euch zusammen. Wie ihr gesehen habt, konnten sich 8 Wasserstoff-Testtropfen in der Probe des No-Name-Boosters entfärben. Das entspricht einem Wasserstoffgehalt von 0,8 ppm. Reicht also nicht, um in die nächste Runde zu kommen. Danke fürs Mitmachen. Und jetzt haltet euch fest, der neue Spitzenreiter im Aquazentrum Wasserstoff-Booster-Battle heißt AquaVolta Nano. Er konnte sage und schreibe 46 Wasserstoff-Testtropfen entfärben, was einem Wasserstoffgehalt von 4,6 ppm in der Probe entspricht. Unglaublich! Der hat ja fast so viel Wasserstoff produziert wie alle anderen Booster zusammen. Wow! Ja, liebe Zuschauer-Diverse, das war jetzt endgültig der letzte Booster-Vergleich in der ersten Runde des Aquazentrum Wasserstoff-Booster-Battle. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich in dieser Vergleichsserie viel über Wasserstoffbooster gelernt habe und dass es wirklich erhebliche Unterschiede bei diesen Geräten gibt. Schlussfolgernd möchte ich mal behaupten, wer billig kauft, kauft zweimal. Lassen wir uns in der kommenden zweiten Runde des Aquazentrum Wasserstoffbooster Battle überraschen, welcher Booster der beste der besten sein wird. Ich habe ja schon so eine Ahnung. Like das Video und abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Danke für eure Zeit und bleibt gesund. Wasser trinken kann dabei förderlich sein, hat die Freundin von meiner Oma gesagt.